Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Freizeitpark News TV. Heute stelle ich euch die Achterbahn GeForce vor. Die 2001 im Holiday Park erbaute Expedition GeForce wurde mit ihrer Höhe von 53 Metern, ihrer 82 Grad steilen Abfahrt und Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h schon öfter zur besten Achterbahn der Welt gewählt. Die Bahn hat mit ihren vielen Kurven bzw. S-Kurven sowie Airtime-Hügeln und vielen weiteren Elementen ein gutes Streckenlayout, das sie schon mal zu einer Top-Bahn macht. Leider fehlt es bei der Bahn sehr an Thematisierung, die so gut wie gar nicht existiert. Auch die Station der Bahn, die bis vor ein paar Jahren nicht mal ein Dach hatte, ist nicht wirklich so toll. Genauso ist es, dass auf der Strecke eigentlich zwei Züge fahren könnten, dies aber nie der Fall ist, wodurch immer 4 Minuten vergehen, bis ein Zug die Station verlässt. Aber bis auf diese paar Kritikpunkte finde ich, dass es vor allem von der Strecke eine sehr gute Bahn ist. So, und mit dieser Meinung von mir sind wir auch schon am Ende vom Video angekommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten könnt ihr oben links jetzt gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr auf meinem Kanal verpasst. Und unten links kommt ihr zu einem anderen Video von mir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Freizeitpark News TV.